An einem scheinbar gewöhnlichen Oktobertag im Jahr 2011 sah sich die ruhige Stadt Zanesville in Ohio mit einer schockierenden und beispiellosen Krise konfrontiert. Terry Thompson, ein Vietnam-Veteran und lebenslanger Sammler von exotischen Tieren, wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen. Terry, der für seine Tierfarm in Muskingum County bekannt war, hielt eine Vielzahl exotischer Tiere, von Tigern und Löwen bis hin zu Bären und Wölfen. Doch an jenem schicksalhaften Tag brach das Chaos aus, als 56 dieser exotischen Tiere plötzlich freigelassen wurden und die friedliche Gemeinde in einem Ort des blanken Schreckens verwandelten. Als die Nacht anbrach und die Behörden sich beeilten, die Situation unter Kontrolle zu bringen, bevor noch jemand verletzt wurde, kam die schreckliche Wahrheit hinter Terry Thompson Handel ans Licht und alle fragten sich, was trieb einen Mann dazu, solch gefährliche Tiere freizulassen? Terry Thompson, ein 62-jähriger Veteran, war ein lebenslanger Sammler exotischer Tiere und arbeitete im Jahr 2008 als Tierpfleger bei Wild Kingdom. Er war Eigentümer der Tierfarm Muskingum County Animal Farm, einen privaten Zoo in Zanesville, Ohio in den Vereinigten Staaten. Seit 1977 züchtete er exotische Tiere, nachdem er seiner Frau Marion zum Geburtstag ein Löwenbaby namens Simba geschenkt hatte. Damals war der Besitz solcher exotischen Tiere nicht illegal und nichts hinderte die Bürger von Ohio daran, Tiger oder Alligatoren in ihren Gärten zu halten. Als seine Sammlung in den nächsten 24 Jahren wuchs, setzte er die Tiere gelegentlich für Fotoshootings oder Werbespots ein, darunter auch ein Fotoshooting mit Heidi Klum. Terrys Ehefrau Marion Thompson sagte, dass sie und ihr Mann viele der Tiere aufnahmen, weil sie schlecht behandelt und unerwünscht waren und sie behielten sie, weil sie Tierliebhaber waren. Sie sagte, »In einem Zoo sieht man jeden Tag gestresste Tiere«, hier sind sie entspannt und konfliktfrei. Sie wissen, dass sie geliebt und umsorgt werden. Terry sagte, dass es bei der Aufzucht dieser Tiere nicht um Geld geht. Er sagte, ich habe sie, weil ich sie liebe und bereit bin, alles zu tun, um für sie zu sorgen. Was ich nicht habe, ist der Vorteil, dass ich jederzeit 7 Tierärzte auf Abruf habe. Wenn einer meiner Bären einen Nietnagel bekommt, rufe ich einen bestimmten Tierarzt an. Wenn eine Katze niest, rufe ich einen anderen Tierarzt. Ich nutze die Tiere nicht für den Handel, daher unterliege ich keinen Vorschriften wie ein Zoo. Aber ich achte auch darauf, dass meine Tiere keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Trotz der Aussagen von Terry hatten die Behörden auf zahlreiche Beschwerden über seine Farm reagiert. Die Farm wurde wiederholt wegen unzureichender und unsicherer Unterbringung der Tiere sowie wegen unzureichender Wasser- und Futterversorgung angezeigt. Nachbarn hatten sich zuvor darüber beschwert, dass die Tiere aufgrund unsachgemäßer Umzäunung entkommen waren und Schäden an Nachbargrundstücken verursacht hatten. Tom Stelf, der Leiter des Zoo von Columbus, besuchte Terrys Farm und fand dort unterernährte, herumstreuende Tiere, eine Reihe von unsicheren Käfigen und einen Haufen veralteter Traktoren, Rasenmäher, Lastwagen und Autos, die überall herumstanden. Tom sagte, dass Terry zu einem Tierhort gewesen sei und das geriet außer Kontrolle. Er erklärte, »Stellen Sie sich einen Schrottplatz vor und stellen Sie dann 56 Tiere dorthin. Es war schwierig zu bestimmen, was dort vor sich ging.« Ende 2005 wurde Terry zu 6 Monaten Hausarrest verurteilt, nachdem er wegen unsachgemäßer Tierhaltung und Missbilligung des Tierschutzes verurteilt wurde. Die Polizei fand heraus, dass 3 Kühe und ein Büffel an Hunger verstorben waren. Terry argumentierte in dem Verfahren, dass die Tiere möglicherweise bereits Krankheiten hatten, die zu ihrem Ableben beitrugen und dass sie verunreinigtes Wasser und Futter zu sich genommen hatten. Im Laufe der Jahre wurden die Strafverfolgungsbehörden immer wieder zum Thompson-Gelände gerufen, um Dutzenden von Beschwerden nachzugehen. Ein freigelassener Löwe, Pferde, Kühe und Bullen, die ausbrachen und die Grundstücke der Nachbarn zertrampelten, sowie die Sichtung eines Berglöwen.
Im Jahr 2008 gab es erneut schwerwiegende Vorwürfe, die Berichte über falsche Tierhaltung und Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit betrafen. Die Berichte betrafen unsachgemäße Umzäunungen und Käfige ohne Dach, Käfige, die mit Plastikbändern gesichert waren und andere behelfsmäßige Methoden. Löwen, Tiger, Bären, Affen, Wölfe, Leoparden und Berglöwen hatten keinen Zugang zu Futter, Wasser und Schatten und lebten unter unhygienischen Bedingungen in Käfigen, die mit einer Schicht aus Harn und Fäkalien bedeckt waren. Die Käfige waren so eng, dass die Tiere, insbesondere Tiger und Löwen, sich nicht ausreichend bewegen konnten. Käfige, die direkt nebeneinander standen, verursachten bei den Tieren Stress und Ängste. Löwenjunge zeigten Anzeichen von O-Beinen aufgrund von Unterernährung und ein Berglöwe litt unter Zittern und im Bärengehege befanden sich Abwässer und stehendes Wasser. Es gab behandlungsbedürftige Verletzungen, zum Beispiel eine Wunde über dem Auge eines Bären, ein Pferd mit einem verletzten Bein und Verletzungen an der Hüfte eines Löwen. Die örtliche Staatsanwaltschaft lehnte es jedoch ab, Terry Thompson anzuklagen, nachdem Inspektoren des Zoos und der Muskingum County Human Society sein Gelände besucht hatten. Der Staatsanwalt von Muskingum County, Michael Haddock, sagte: "Wir hatten mehrere Experten auf den Thompson anwesend, darunter mehrere Tierärzte und sogar Experten des Columbus Zoo, und sie haben nichts gefunden." Nach der Inspektion im Jahr 2008 äußerten die örtlichen Behörden Bedenken, dass einige der Käfige nicht ausreichend gesichert waren. Sie beschlossen, eng mit Terry zusammenzuarbeiten, um die Situation zu verbessern, anstatt Anklage zu erheben. Terry sammelte nicht nur exotische Tiere, sondern war auch ein Waffensammler mit einem Bundeswaffenschein. Im Jahr 2008 wurde jedoch eine Razzia auf seiner Farm durchgeführt, bei der mehr als 100 Waffen beschlagnahmt wurden. Daraufhin wurde er im Oktober 2010 wegen des Besitzes verschiedener Gewehre verurteilt. Ein Bundesbeamter, der an dem Verfahren gegen Thompson beteiligt war, gab an, dass das Innere seines Hauses so unordentlich und schmutzig war, dass es dem Beamten schwer fiel, es nach Waffen zu durchsuchen. Terry Thompson wurde im August 2011 aus einem Bundesgefängnis entlassen und kam am 30. September 2011 aus einem Resozialisierungszentrum wieder frei, nachdem er eine einjährige Haftstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes verbüßt hatte. Berichten zufolge trennten sich Terry und seine Frau Marion zu diesem Zeitpunkt und die Dinge sollten noch viel schlimmer werden. Am 18. Oktober 2011 öffnete Terry mit einem Bolzenschneider die Seiten der meisten Käfige, in denen seine 56 exotischen Tiere untergebracht waren. Anschließend entriegelte er die Toren zu seinem 73 Hektar großen Gelände der Farm. Um 17 Uhr desselben Tages rief eine Frau den Notruf an und meldete, dass sie einen Bären und einen afrikanischen Löwen direkt innerhalb der äußeren Umzäunung von Terry Thompson Grundstück gesehen hatte. Daraufhin gingen zahlreiche Notrufe von anderen Zeugen ein, die alle von freilaufenden exotischen Tieren berichteten. Um 17.30 Uhr traf Sergeant Stephen Blake von der Polizei an dem Bauernhaus in der Straße ein und hupte. Als er keine Antwort erhielt, hupte er noch einige Male vor dem Haus, bevor er sah, dass John Moore, der Tierpfleger der Thompsons, die nächtliche Fütterung vornahm. John Moore bestand darauf, dass Terry irgendwo auf dem Grundstück sein musste, also stiegen sie in Sergeant Blakes Streifenwagen und fuhren den Hügel hinauf, um nach ihm zu suchen. Als die beiden die Zufahrtsstraße hinunterfuhren, entdeckten sie den leblosen Körper von Terry Thompson. Er lag flach auf den Rücken am Rande einer unbefestigten Zufahrt zwischen der Rückseite seines Hauses und einer angrenzenden Scheune und hatte eine sichtbare Wunde am Kopf, die von einer Kugel herrührte. Einer der 18 erwachsenen Tiger, die er und Marion als Jungtiere aufgezogen hatten, stand daneben und bewachte den Körper, so dass es unmöglich war, sich Terry zu nähern. Neben dem Körper lagen zwei blaue Bolzenschneider, mit denen Terry die Käfige einiger seiner Tiere geöffnet hatte, sowie ein Revolver. Als weitere Beamte am Tatort eintrafen, versuchten sie, die Tiere zu bändigen.
50 der 56 Tiere waren durch geöffnete Türen und geöffnete Käfige geflohen. Unter den 50 freigelassenen Tieren befanden sich Löwen, Tiger, Bären, Wölfe und ein Affe, die alle weggelaufen waren, einige in Richtung Autobahn. Angesichts der einsetzenden Dunkelheit mussten sie schnell alle Tiere finden, bevor jemand verletzt wurde. Der Sheriff, Matt Lutz, sagte, sein Hauptanliegen sei der Schutz der Öffentlichkeit in dieser weitgehend ländlichen Gegend. Oberste Priorität war es, die Tiere daran zu hindern, aus dem eingezäunten Gebiet zu entkommen und die benachbarten Häuser und den Highway zu gefährden. Beamte des Bundesamts für Wildtiere wurden zur Unterstützung hinzugezogen, ebenso wie Mitarbeiter des Zoos von Columbus, die umherstreifenden Tiere betäuben sollten. Als sich ein Tierarzt des Zoos von Columbus einem bengalischen Tiger auf Terrys Grundstück bis auf 15 oder 20 Meter näherte und versuchte, das Tier mit einem Beruhigungsmittel zu betäuben, wurde der Tiger aggressiv und wurde durch eine Kugel ums Leben gebracht. Ein anderer Beamter wurde von einem Bären angefallen, auf den er ebenfalls dann eine Kugel abgab, wodurch der Bär ums Leben kam. Aus Angst, die Tiere würden sich zerstreuen und die Stadt in Angst und Schrecken versetzen, wurde bei beginnender Dunkelheit der Befehl zum Erlegen der Tiere gegeben. Am nächsten Tag, als noch nicht alle Tiere gefunden wurden, blieben die Schulen geschlossen und die Menschen wurden gewarnt, in ihren Häusern zu bleiben, aus Angst vor den wütenden Tigern und Bären. Auf Straßenschildern blinkten Warnungen von entlaufenen Tieren, wie zum Beispiel Vorsicht, exotische Tiere. Man wollte nicht, dass zum Beispiel Kinder an der Bushaltestelle warten und diese großen Tiere sehen. Am Ende wurden 48 Tiere von der örtlichen Polizei erlegt. Darunter waren 18 vom Aussterben bedrohte bengalische Tiger, 6 Schwarzbären, 2 Grizzlybären, ein Wolf, ein Pavian, 3 Berglöwen und 17 afrikanische Löwen, 9 Männchen und 8 Weibchen. 3 Leoparden, ein kleiner Grizzlybär und 2 Affen blieben in Terrys Haus eingesperrt, wurden betäubt und in den Zoo gebracht. 2 Tiere blieben unauffindbar, ein Affe und ein Wolf. Der Wolf wurde später verendet aufgefunden und es wurde vermutet, dass er von einem anderen Tier erlegt wurde. Der Affe wurde nie gefunden, aber die Polizei warnte die Öffentlichkeit, sich von ihm fernzuhalten, falls er gesichtet würde, da er höchstwahrscheinlich mit Herpes B infiziert sei. Der Affe wurde vermutlich auch von einem der anderen Tiere gefressen. Nach der Jagd sagte der Sheriff von Muskingum County Matt Lutz folgendes: Wir glauben, dass Herr Thompson an einer selbst zugefügten Wunde verstorben ist. Wir glauben auch, dass er diese Tiere irgendwann freigelassen hat. Nicht nur die Gatter waren offen, sondern auch einige der Pferche. Die Tiere wurden anschließend auf Terrys Land ausgebreitet, um sicherzustellen, dass alle Tiere erfasst wurden. John Moore, der Tierpfleger, wurde hinzugezogen, um die Tiere zu identifizieren. Er sagte: Der nächste Tag war für mich der schwierigste Tag überhaupt. Ich stand inmitten all dieser verendeten Tiere und musste jede einzelne von ihnen identifizieren. Wenn man sie jeden Tag füttert, ihnen Wasser gibt und mit ihnen spielt und sie deine Liebe erwidern, was glaubst du, wie schwer das ist? Die überlebenden Tiere, 3 Leoparden, 2 Affen und ein Bär, wurden in den Zoo und das Aquarium von Columbus gebracht. Der Direktor des Zoos von Columbus, Jack Hanna, sagte, als Marion Thompson am Tatort eintraf, habe sie gezittert und sei wütend gewesen, weil sie die Tiere behalten wollte. Jack Hanna sagte, sie sagte, ich habe meinen Mann verloren, ich habe meine ganze Familie verloren und jetzt nehmen sie meine Kinder weg. Sie sagte, sie wolle mich in den Abgrund zehren, weil ich ihr die Tiere wegnehme. Sie steht im Moment offensichtlich unter Schock. Sie weinte an meiner Schulter und sagte, bitte nehmen Sie mir nicht meine Familie. Ich hielt sie 3 bis 4 Minuten lang fest und sagte, bitte lassen Sie mich Ihre Tiere mitnehmen. Ich kümmere mich um Ihre Kinder. Sie sagte, okay, okay. Nach den Ereignissen fragten sich viele Menschen, ob die Beamten die Tiere wirklich hätten erlegen müssen und ob der Befehl des Sheriffs von dem Matt Lutz zum Erlegen der Tiere wirklich notwendig war. Ein Anrufer bei einem lokalen Radiosender bezeichnete den Vorfall als Tiermord und meinte, die Beamten hätten einen humaneren Weg finden können, um die Situation zu bewältigen.
Der Wildtierexperte und Direktor des Zoos, Jack Hanna, der Lutz während der Krise beriet, unterstützte die Maßnahmen der Beamten und erklärte, dass es in erster Linie darum ging, die Gemeinschaft zu schützen. Nach seinen Worten wurden Jack Hanna von Tierschützern heftig kritisiert und viele fragten, warum die Tiere nicht hätten ruhig gestellt werden können, anstatt sie zu erlegen. Jack Hanna entgegnete, dass die Betäubung von Tieren in der Dunkelheit unglaublich gefährlich sei. Selbst wenn eine Betäubung möglich gewesen wäre, hätten sie nicht genug Beruhigungsmittel zur Verfügung gehabt, um alle Tiere sicher zu behandeln. Er sagte, man kann ein solches Tier, einen Bären, einen Leoparden oder einen Tiger nicht nachts betäuben. Wenn man das tut, wird das Tier sehr aufgeregt, es versteckt sich und dann sind die Polizisten und andere Menschen in Gefahr. Debbie Leahy, eine Spezialistin für die Regulierung von in Gefangenschaft gehaltenen Wildtieren, sagte ebenfalls, dass sie das Vorgehen der Sheriffs nicht beanstandet. Stattdessen gab sie laxen Vorschriften in Ohio die Schuld. Die Gruppe gab eine Erklärung ab, in der sie die Gesetzgeber von Ohio aufforderte, eine Notverordnung zu erlassen, um gegen den Besitz exotischer Tiere vorzugehen. Cherrys Motive sind nicht genau bekannt, aber es war bekannt, dass er hoch verschuldet war, eine entfremdete Ehe führte und nach einem Jahr Gefängnis wegen einer Verurteilung wegen Waffenbesitzes unter Hausarrest stand. Eine Nachbarin von Cherry sagte, dass er in rechtlichen Schwierigkeiten gewesen sei und die Polizei bestätigte, dass er vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden war. Er war in Schwierigkeiten wegen der Tiere, wegen der Genehmigung und weil die Tiere immer wieder entkamen. Seine Freunde glaubten, dass sich die Lage auf den Hof und seine ohnehin schon wackeligen Finanzen noch verschlimmerten, während Thompson hinter Gittern saß. Er schuldete dem Finanzamt und dem Bezirk $68.000 an Steuernachzahlungen und hatte im Jahr 2010 2 staatliche Pfandrechte auf seinem Grundstück. Sie sagten, dass seine Frau ihn kurz darauf verließ und Cherry seinem Tierpfleger John Moore erzählte, dass er einen beunruhigenden Brief über seine Frau erhalten hatte. Zusätzlich zu dem Problem mit seiner Frau erzählte Terry John, dass er sich Sorgen darüber machte, elektronisch auf der Farm eingeschlossen zu sein, eine Bedingung für seine Entlassung aus dem Gefängnis am 30. September. Terry teilte John mit, dass er einen Plan habe. Er war entschlossen, die Dinge zu klären, die ihn beschäftigten, einschließlich Fragen zu seiner Ehe und wie er mit seiner bevorstehenden Inhaftierung wegen einer strafrechtlichen Verurteilung umgehen würde. Berichten zufolge sagte Terry zu John, ich habe einen Plan, um es zu klären und du wirst es wissen, wenn es passiert. 5 Tage vor seinem Ableben traf sich Terry mit einem Bewährungshelfer und äußerte seine Verzweiflung über die bevorstehende einjährige elektronische Überwachung. Der Beamte berichtete, dass Terry sagte, er sei mit den Bedingungen auf der Farm und der Menge an Arbeit, die die Versorgung der Tiere erforderte, überfordert. Jahre später wurde die 70 Hektar große Farm in eine Motocross-Strecke umgewandelt und obwohl viele der Tiere auf dem Gelände begraben sind, gibt es keine sichtbaren Anzeichen der Tragödie. Tierschutzgruppen plädierten nach der Panik für strengere Beschränkungen oder ein Verbot des privaten Besitzes exotischer Tiere. Nach dem Vorfall in Sanesville begannen die Gesetzesgeber von Ohio mit der Arbeit an einer neuen Gesetzgebung, die privaten Besitzern den Erwerb, den Verkauf und die Zucht von Tieren mit eingeschränkten Rechten in Ohio verbietet. Seitdem die Gesetze für exotische Tiere in Ohio am 1. Januar 2014 vollständig in Kraft getreten sind, verbietet der Bundesstaat nun Dutzende von Tierarten in Privatbesitz. Die Liste der verbotenen Arten umfasst Löwen, Tigerbären, Elefanten, Giftschlangen und bestimmte Affen. Besitzer, die ihre exotischen Tiere registriert hatten und die gesetzlich vorgeschriebenen Haltungsbedingungen und Pflegestandards erfüllten, konnten ihre Tiere so lange behalten, wie sie lebten. Es ist ihnen jedoch untersagt, neue Tiere zu kaufen oder die vorhandenen zu züchten. Tim Harrison, ein pensionierter Polizeibeamter, der aus der Nähe von Dayton angereist war, um in der besagten Nacht zu helfen, sagte, das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, egal ob Tiere oder Menschen, Punkt. Die Gerüche, der Anblick, alle hatten Tränen in den Augen. Ich konnte 2 Wochen lang nicht schlafen. Ich konnte nicht aufhören zu denken, das hätte verhindert werden können.
Alles in allem ist dies eine sehr tragische Geschichte. Diese armen, hilflosen Tiere haben das alles nicht gewollt. Sie hätten in freier Wildbahn leben und umherstreifen sollen, nicht in kleinen Käfigen zum Vergnügen eines Mannes. Mein Mitgefühl gilt all den Tieren, die an diesem schrecklichen Tag auf so tragische Weise ihr Leben verloren haben.